Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring im Koop-Let's-Play mit Tyron. Aloha. Er bleibt weiter am Zug. Er darf den Boss auch legen. Ich habe ihn hier schon gelegt. Direkt rein in die Ulva. Schneller, aber auch übergeht, Alter. Dieser Angriff geht mir so auf den Sack. Ich will immer nicht einfach blocken, aber an den rankommt, tue ich auch nicht. Ja, ich habe geblockt. Schlecht. So ein widerlicher Gegner. Du siehst auch, wenn er diese Angriffe nach oben macht, wo er so nach oben guckt, der Körper unter ihm mit den Ärmeln, die halten sogar den seinen Kopf aufrecht. Ja. Das sieht so widerlich aus. Ja, der ist ja wie Ding, eine Mischung aus Mock und Godric. Die Ja. ganzen Hörner und so, das vom düsteren Mal trägt da. Und Ich dann hatte halt die jemanden im ganzen. Stream, der hat gesagt, der schaut vom Rücken her aus wie ein Schrimm. Macht danach immer den Wirbler, wenn ich angreife. Ist halt auch so schlimm, weil das so groß ist. Man zieht nicht viel, ne? Wie du schon Ja. sagen musst. Und dazu ist halt noch so fuck schnell. Den macht er mehrmals, genau. Jetzt kommt wieder Kotzen. Jetzt habe ich gar nichts mitgesehen, weil er über mir war. Bald zu gierig. Ganz erst schnell. Weil zu früh. Ich bin einfach drüber gesprungen, Alter. Ja, bei denen seinem Move da am Anfang bin ich einfach erstmal auf Abstand gegangen. Ich muss die Gelegenheit zum Angreifen. Tor! Natürlich hat er den Angriff jetzt auch noch gebufft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was geht ab, Digga? Der ist cool, Alter. Okay, ich dachte, da kommt das angedasht wie Godric. Oh mein Gott, ist der schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ja, der geht hier jedes, ich wollte es gerade sagen, er geht jedes Element durch. Digga, der wird. Der wird so schnell auf einmal, Alter. Digga. Ja, das ist halt mit dieser Elementphase extrem schlimm, weil er halt auch Flächenschaden teilweise macht mit den Teilen dann. Ja, und das Blocken wird halt schlechter, ne? Und seine Kotzer werden jeweils zu dem Element, was er gerade hat. Ja, hab ich gerade gemerkt, wo er mich blitzrösten wollte, da unten. Mann, ich sehe nichts, geh von der Tür weg, du Opfer. Berg. Nee, nee, komm jetzt in die Mitte, okay? Komm, komm. Er tötet mich. So, jetzt, jetzt kämpfen wir richtig, wie Männer. Und so. Einmal einen Schädel zum Wackeln gebracht. Echt. Ich reite ihn jetzt einfach. Ich hab's schon wieder vergessen, dass er den Effekt macht. Er staggert aber auch nicht, ne? Der geht nicht auf die Knie, egal wie viele Hits ich ihm gibt. Na, ich glaube, dafür brauchst du schwere Waffe. Das ist so ein fetten Gegner. Oh. Schnapper. Das war ein Dodge. Oh, Blutung. Jetzt geht's wieder los. Ich komme nicht weg, Digga. Um hier rum gibt's alles, ja, dort. Ja, es ist im Prinzip dieselbe Angriffstaktik wie bei Blasi, du sagst. Bei ihm war es ja auch so, dass am Boden die Blitze, du hast es gesehen, wo es geleuchtet hat. Nur war es halt bei ihm die roten Blitze. Ja, aber bei ihm kommt es ja um ihn herum. Ja. Das habe ich ja vorhin schon gesehen. Und ich komme ja nicht weg, Digga. Was soll ich machen, wenn er auf mich zuspringt die ganze Zeit? Probier es mal mit der schweren Waffe dann. Geht doch wohl nicht aufladen. Dafür wurde ich die Tat in die Hölle geschickt. Straight nach unten. Ja, gottloser Boss, ja. Der hat's echt in sich. Na gut, man muss doch sagen, ich nutze gerade nicht alles, was gehen würde. Ne? Ich habe geblockt und gedodged. Er hackt. Er hat Killaura an. Mal wieder so eine Hose gesehen. Eigentlich hätte ich ja sterben müssen, aber ich eigentlich gar nicht mehr gedrückt habe. Ich habe ich verdrückt. Ich habe ich wieder verdrückt. Hab ich wieder verdrückt. Nein, ich will den Zauber machen, denke ich, Opfer. Nein, jetzt verreck ich.
Ich weiß gerade nicht, was mit meinem Gehirn los war. Ich wollte die ganze Zeit den Blutsägen machen, wenn er irgendeinen Angriff macht, wo er stehen bleibt. Dass ich den Blutsägen drücke, aber irgendwie habe ich jetzt L2 gedrückt. Und du kannst ja denken, kannst ja gar nicht, ist nicht Blutsägen. Aber dass er mich nicht sofort damit totgebumst hat, hat mich gerade überrascht. Mein Gehirn funktioniert dafür nicht gut genug. Ich bin kein Taktiker. Und da war ich zu nah dran. Ja. Überhaupt nicht übertrieben, überhaupt nicht übertrieben, Digga. Die Pilze sind so OP, Alter. Oh mein Gott. Geisteskrank. Digga, du kannst halt nichts machen, weil die Blitze schlagen um ihn herum ein und er verfolgt dich die ganze Zeit, ich komme ja nicht weg. Ich habe eine versucht anfangen zu rennen, aber nix. Ja, wie gesagt, ich bin hier mit dem Mimiktier sogar einige Male gestorben. Boah. Digga, beruhig dich. Du bist nicht der Gottskinderpfostel, du musst nicht direkt hier Fangriff starten. Ich hab's wieder vergessen. Jetzt. Aber Alter, hab ich voll Schelm Damage gedrückt! Er hat mich erwischt. Ich hab kurz gedacht, ich hätte überlebt. Alter, aber hast du gesehen, wie der ist über mich drüber gesprungen? Ich hab die ganze Zeit Sitz gegeben, Alter. Aber ich weiß nicht, wo mein Blut vorne hin ist. Ich hab den doch voll ins Gesicht gespritzt. Was für Viecher waren das nochmal, irgendwie so Chamäleons oder so, wo ja aus ihren Augen Blut spritzen konnten? Ne? Ja, diese Froschviecher. Aber Frösche gab es glaube ich auch, wo das konnten. Ich kann mir vorstellen, wenn man oft genug auf seinen Kopf schlägt, dass er dann irgendwie seinen Kopf kurz verliert und dann kurz struggelt. Das war zu früh. Bring it dort. Das Gute ist, wenn er den Kopser macht, ne, greift er nicht direkt an. Er wirbelt durch die Luft, aber er greift nicht an. Er bleibt auf der Stelle. Das ist schlecht. Ja, zu früh. Den Angriff dodge ich immer zu früh. Weil ich immer Angst habe, dass er wieder so schnell angreift. Tanzender Löwe, Alter. Aber vor allem, der heißt der göttliche Bestie tanzender Löwe, ne? Ja. Wird es da nicht noch mehr göttliche Bestien geben? Weil der schon so mit Bindestrich geschrieben ist? Das ist der Modell. Ich habe keinen Besitz getroffen. Nur das Modell 1 tanzender Löwe, Digga. Davon gibt's mehr.
Man sieht halt nichts, du fette Schwanzbauler. Mach deinen Arsch aus meinem Gesicht. Da, Mann, ich weiß halt nicht, wo ich hingedodged bin, weil der halt so fett ist, ne? Jetzt geht's wieder los. Rot. Rot. Ja. Das ist halt so krass, du kommst halt nicht von ihm weg, ne? Und er schlägt halt immer die Blitze weiter an. Du kannst ja nichts machen. Was soll ich machen, Alter? Blocken geht auch nicht. Weil der durch den Block durchblitzt. Blockt. Habe ich zu gierig gewesen? Irgendwie mag ich es aber auch sein Movement zu abusen, ne? Wenn er überall springt die ganze Zeit, jetzt. Yes. Digga, ich halt doch L1 gedrückt, Mann. Ja, diese Kotzscheiße fuckt richtig ab. Oh, ich hab's gelückt. Ich hab gelogen. Alter, der ist so schnell, Alter. Ja, der Kollege hat gekokst. Alarmstufe rot, mein Monster ist leer. Ich darf nur einen am Tag trinken. Ich darf nur zweimal schlagen, ich mach was nochmal drei Schläge. Ich hab wieder seine Windel gewinnen. Die hat leicht bräunliche Spuren gehabt. Ja, what the fuck, wie schnell auf einmal. Er hat sich da vorne auch nicht so schnell gedreht. Aber ich bin gerade gut durchgekommen. Ich werde alles ist gut. Alles ist gut, solange bis er halt in seine Elementarphase geht. Nicht einmal, das ist hauptsächlich nur der Übergang, wenn er mit Blitzern fängt. Weil wenn die Blitze, die um ihn rum einschlagen, die sind so OP, der. Mein Gott, ich sehe nicht, ob ich an seinem Arsch bin oder an seinem Gesicht, Digga. Schau beides gleich aus. Bodenlos. Hey, ich bin extra zweimal gedodged, Digga. Der hat mich doch nicht getroffen, Alter. Ja, zeig uns nochmal deine Bikini-Figur. Er stellt sich extra mal seitwärts hin, damit man seine Skoliose sieht. Alles klar. Nee, weißt du was? Nein. Leck mich im Arsch. Digga, wie asozial schnell.
Ich schlag wieder dreimal. Oh mein Gott, es hat mich in den Rücken gehittet, Digga. Ich hab wieder Panik bekommen, weil ich an der Wand war. Weil ich wieder gemerkt habe, wie die Kamera komisch war, Alter. Nicht paniken. Darauf wäre ich nie gekommen. Gesehen habe, das sind glaube ich, zwei Viecher, die sich aneinander festhalten, die ja quasi Schild auf Schild hocken. Das Unfertige ist, es sind zwei gegen eins. Wo ist mein Buddy, der auf meiner Schulter hockt? Aus der Luft rausgeschlagen und wurde sofort bestraft. Meinst du, so ein Assassine der schwarzen Klinge hätte eine Chance gegen den? Aber ich meine, der Unsichtbare, der so heftig war, Digga. Junge, brot dich mal, hallo. Alles klar. Siehst du überhaupt noch als Zuschauer, was hier abgeht? Und das ist jetzt wieder, wo es alles scheiße wird. Ach man, ich habe so auf den Boden geschaut, wo die Blitze sind, dass ich den Angriff nicht gesehen habe. Oh mein Gott, ich überlebt. Boah. Ja, oh, wie OP. Oh! Gut. Junge, die Blitze gehen halt durch ihn durch selber, Alter. Er schießt die von sich weg und die gehen aber zurück durch seine Füße durch, Alter. Was soll ich da machen? Am Ende, wenn das sich drehen tut, kommen sie unten. Da muss man, glaube ich, dann auch nochmal springen. Das Problem ist, du bist halt so nah dran, dass du halt nichts anderes siehst. Ja, nicht mal das, sondern du kannst da nicht springen, weil du ja am Dodgen bist. Ich habe keine Zeit zum Springen. Keine Ahnung. Ich meine, natürlich könnte ich auch von ihm weggehen, aber... Ja, schwierig. Aua. Voll aufs Maul.
Ja, Digga. Wie schnell er sich halt bei dem Angriff auch mitdreht, ne? Das hast du vorhin die Blitze gesehen. Digga, der hat mich angespuckt und mich komplett verfolgt, Digga, beim Dodgen direkt. Ich find's halt krass, wenn er sich drehen, du, dass du noch nicht mal quasi im Gegensatz rennen kannst, weil er viel zu schnell ist. Ja. Der ist ja wirklich mit jeder Sache, was der machen, du, zu schnell. Du kannst gar nicht schneller sein. Und das, obwohl er so ein Fettsack ist. Jetzt sieht man wieder nichts. Das ist so nervig, ne? Also an sich geht der Boss klar, aber dass man nichts sieht, das geht mir so auf für den Sack. Ja, ja, schau, aus dem Stillstand raus, tut er einfach... Ja, klar. Aus dem Stillstand raus, zack! Kann ich mal reagieren, ich bin direkt hitziger. Aber am nervigsten ist halt wirklich die Blitzphase, ne? Weil er legt halt los und um ihn herum schlagen über Blitz ein und ich muss ihm noch dodgen und ich muss den Blitzen dodgen, aber ich kann die Richtung kaum bestimmen, weil ich am Dodgen bin. Egal wo ich hin dodge, ich werde da quasi gefickt. Und der Angriff mit Blitzen ist auch total overpowered. Das war jetzt schlecht. Ich weiß nicht, wieso ich dachte, dass er kurz auf die Knie gegangen wäre. Ich dachte nämlich, alles klar. Ich dachte, wenn ich ihn gut genug auf die Fresse haue, dass er kurz umkippt, aber nee. Weil der Kopf, der wackelt immer so lustig, wenn man drauf haut. Also, geartechnisch könnte man es sich halt ein bisschen einfacher machen, ne? Ja, zum Beispiel das Blitzdrachen-Talisman, dass du ein bisschen resistent gegen Blitzangriffe bist. Digga, ich glaube, der macht nix. Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich würde es ausprobieren. Das haben wir schon mal bei irgendeinem Boss versucht, dass wir den Talisman gegen das Element nutzen, Digga, der hat einen Scheiß weggebracht. Wir wurden genauso hart totgebumst wie ohne. Oder die Trockenleber gibt's ja auch noch. Gibt ja auch nochmal Immunität. Ich habe wieder geschlafen. Komm, mach den Angriff, mach ihn. Oh mein Gott! Gott. Die Statue hat mich so hart gesaved gerade. Neuer Angriff. Zu früh. Ich lebe noch. Ich lebe nicht mehr. Da ist das Schlimme, jedes Mal, wenn er einen Schlag auf den Boden macht, kommen überall Eissplitter aus dem Boden raus. Flächenschaden. Ja. Ich war überhaupt. Ich habe gerade der neue Angriff auf einmal, wo er auf den Boden stampft, Digga. Ich war voll überrascht. Ja, aber ich habe mir jetzt diesmal sogar schon Hits gegeben bei der Blitzphase, also. Nein, die Kamera hat sich so gedreht, dass ich voll falsch gedodged bin, Alter. Naja, wieder vergessen. Eben, bei den Riesen arbeitet die Kamera so hart gegen einen. Da wieder, ich seh nix.
Ja, schon. Alter, du hast gestunt. Das ist. Und auch dich. Was hat er denn gemacht? Der hat doch noch gar nichts gedrückt, mir gar nichts bewegt. Hey, what the fuck? Ich hab ihn gefickt. Jetzt gehe ich mal wieder nach Hause. Digga, der ist. Ich hab gerade gestunt, draufgeklebt. Er steht auf. Steht da. Ja, dann instant gemacht hat er den. Nachdem er gestunt war, hat er instant den Schnupper gemacht. Digga, ich hab nicht mal gesehen, wie sein Gebiss geklappert hat, der Hohensohn. Nur so gesehen. Aber der Stunner, Digga, wie ist denn der gerade passiert? Ich glaube, das war genau, weil ich auf ihn drauf bin, wo er in der Luft da war. Wo er doch die Element gewechselt hat. Ich, Digga, ich block doch! Es ist so nervig, ne? Oh Leute, schnallt euch an, jetzt kommt die aggressive Phase. Nee, das ist lächerlich, ich block. Oh, die lächerliche Phase, okay. Der Charakter schaut in seine Richtung und blockt, Digga, aber es macht halt nicht, Alter. Wir gehen hier jedes Stadium durch, Digga. Jetzt kommt die lächerliche Phase, dann kommt irgendwann die aggressive Phase. Dann kommt die Tobsucht-Anfall-Phase. Du meinst, dann kommt die Freude, Digga, wenn ich ihn gefickt hab? Das ist die letzte Phase. Wenn sie irgendwann kommt. Ja, wir werden ein paar Phasen überspringen. Man muss schon mal appreciaten, wie ich hier den Outplay, oder? Und das hättet mich dann natürlich genau, wo ich es anspreche. Ja, jetzt geht's wieder los. Zu langsam. Ich hab wieder nichts gesehen. Ja, ich sehe halt nichts. Digga, er ist so in mein. Sein hässliches Maul ist in meinem Gesicht drinne. Ich rieche seinen Kotatem und sehe halt dann halt nichts mehr. Die Kotpartikel tun mein Bildschirm beflecken, Digga, wenn er mich anspuckt. Mein ganzer Bildschirm ist voll mit Schmuckflecken von dem Bast. Niemand gesehen. Erstmal mopen. Ey, du bist nicht der Postel, Digga, was soll denn das? Ja, wieder habe ich so langsam gedodged, weil ich nichts gesehen habe, aber ich überlebe es. Bis sie dann? Schneller nach der Stopper wieder angreifen wird. Es war zu früh. Ey, dieser Angriff geht mir so auf den Sack. Ja, und dann bleibe ich an seinem Maul hängen und weiter geht es. Also die Hälfte der Zeit sieht man nichts, ne? Also es ist schon anstrengend. Der ist schon echt krass, Alter. Aber das Ding ist, ich komme halt irgendwie trotzdem voll gut klar in der ersten Phase, Digga, das Gefühl. Wenn er um mich rumhofft, Digga, wie ich da teilweise blind mich mitbewege, aber geht halt auch nicht immer. Ja, diese fetten Körper kann man halt gut abusen. Ja. Ja, wenn er mir den Bildschirm versperrt, dann tue ich halt seinen fetten Körper abusen, ne? Das ist halt Kontermaßnahme.
Ach komm, Alter. Oh, und Hose. Wir gehen denn dann einfach einen Wedgie, wenn wir ihn besiegt haben, ne? Wenn er schon so einen spitzen Tanga trägt. Wie schnell das Blut einfach wieder weg ist, ne? Der macht's aber auch wie Mock, ne? Der greift auch mit seinem Schwanz hinten an. Ja. Oh, gesandt. Ah, hätte ich hier müssen. Das ist halt, das Timing ist halt auch so unfair, ne? Er schlägt mich, gleichzeitig schlägt der Blitz bei mir ein. Ich muss wegdodgen, dann wo ich hin dodge, kommt der nächste Blitz, dann greift er mich wieder an. Ich komm, du hast kein Timing für irgendwas, du kannst nicht blocken, du kannst nicht dodgen, weil halt alles auf einmal kommt. Und wenn ich einen Schlag blocke, dann bin ich gefickt. Weil dann schlägt sofort der Blitz bei mir ein und bumst mich. Ja, man sieht nichts. Habe ich wieder geschlafen. Aber ich kann mich hier easy heilen. Er lässt wenigstens jemanden Zeit beim Heilen. Ist eine gute Sache. Wenn man weiß wann. Ja. Er hat mit dem Kopf geschüttelt, Digga. Ja. Ah, 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 ah. Ja, unsere Zauber mal wieder keine Range, das ist so lächerlich. Mock macht das durch die ganze Arena und die Dinger bleiben eine halbe Stunde am Boden. Wenn ich das mach, nix, Digga. Werde ich ausgelacht. Full. Also hast du es gerade gesehen? Er hat, das war nicht mal sein Hit, sondern es sind einfach bam 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 drei Blitze gerade eingeschlagen. Ich hab's am Vibrieren gespürt. Vielleicht mal unser Zauberrepertoire durchgehen, ob wir vielleicht irgendwas haben, was hilfreich ist. Aber. Mir ist nicht mehr zu helfen. Ich hab eingeschissen. Oh, die Range ist zu gering. Das Gefährliche bei dem Move ist, man bleibt immer an seiner fetten, hässlichen, krummen Nase hängen, ne? Wenn du hängen bleibst, dann trifft dich das Ding trotzdem, der Smoke. Ja, beim Aufstehen. Ich habe gehofft, dass ich ihn vielleicht stunnen kann, wenn ich ihn schnell genug schlag, aber... Ich muss mir aber mal das Timing merken, wenn man anfängt. Das macht er kurz vor Hälfte nämlich. Wenn er so ein 5% mehr wie die Hälfte hat, Digga. Komm, kotz, kotz, kotz. Oh mein Gott, er hat mich gekotzt. Jetzt kotzt er auch, Mann. Ich fickte mich. Digga, der Schwur hat ihn einfach weggeblockt.
Boah, ich war in ihm drin, Alter. Junge, wie viel am Ei auf Stück gespammt wird, Alter. Dann wäre doch der Angriff gekommen, der hätte ich auch noch dodgen müssen, Alter. Oh mein Gott. Zeig doch mal noch. Oh, geht noch ein bisschen. 41 sind wir. Schlecht. Gut. Ich glaube, die Sprungangriffe sind ja auch ganz gut gegen sein Gesicht. Ja, müsste eigentlich auch das Stunner reinhauen. Schadenstechnisch auf jeden Fall ein großer Unterschied. Am besten wäre halt wirklich wieder so ein Lucky Stunner, Digga, und dann tanzt der Granit hier reinballern. Ja! Jetzt! Nix. Oh, Scheiße. Wie schnell er wieder rausgeht aus der Scheiße. Ja, ist der Heimenball doch scheiße, ne? Während er gestunt wurde, hat er mich noch umgestoßen. Ja. Aber das Ding ist, ich glaube, das ist wirklich, wenn er in der Luft sich das so komisch dreht, wenn er das Element wechselt. Und da ist ein Sprungangriff oder so geben, du da. Ja, ich glaube, da ist anfälliger. Oh mein Gott. Direkt von unserer Frise. Da kannst du nicht einfach blocken, ne? Weil er sich so komisch um dich rum bewegt, dass er wieder dann gucken würde dabei. Ich sehe gar nichts. Du musst doch gleich wieder in die Luft springen. Na, ein bisschen noch. Jetzt gleich. Jetzt. Ja. Boah. Ja. Er penetriert halt einen mit diesen Blitzen, das ist der Wahnsinn. Ja, und ich habe mich nicht heilen können, weil ich einmal zu viel gedodged habe. Das Ding ist, wenn du vor ihm stehst, bist du tot. Wenn er den Move macht. Weil, wenn du weiter weg bist, kannst du noch mit Dodge Spam wegkommen, aber so nichts vorbei. Du hast ja gesehen, der hat mir eine Ladung ins Gesicht gedrückt, Digga. Ich war instant tot, Alter. Direkt vorbei. Das Ding ist, wenn ich den Schwur der Goldenen Ordnung benutze, ne? Irgendwie das Gefühl, der macht einfach gar nichts. Ich spüre keinen Unterschied. Mein Gott, geh doch mal von der Wand weg, du schwule Sau. Digga, was ist mit der Kamera, Alter? Ja, und jetzt bin ich nicht nah genug dran.
Und mich trifft halt direkt ein Blitz dabei. Das meine ich. Ja. Nicht beim Aufstehen. Es ist so lächerlich. Wie soll ein normaler Spieler eigentlich mit seinen Aufsauer umgehen? Wir haben ja noch den Talisman drin, dass sich sogar schon Lauf lädt. Wie soll man mit einem normalen Spieler, der vielleicht nicht jetzt wie wir Ausdauer noch geskillt hat, das machen? Das geht doch gar nicht, der ist auch gefickt. Game over. Ach, auf einmal ist die Range größer, der kommt. Und die Kamera wieder, mein Gott. Mein Gott, darf ich auch noch was sehen, bitte? I would really appreciate it. Zu früh. Durch ein Schild durch. Habe ich vergessen. Nee. Ich hab nicht geredet. Ja. Hast du schnell gesehen, wie schnell es ging? Nee, du hast gar nichts mehr gesehen, stimmt ja. Weil der ganze Bildschirm einfach nur flackert. Oh mein Gott, Alter. Aber weißt du, dass das Ganze das Schlimme an der Sache ist? Oh. Ich finde ihn gar nicht. Der kommt mir nicht so hart vor, wie er ist. Ja, klar, er fickt mich. Er hat asoziale Angriffe. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass er wirklich so absolut heftig krass ist, wie. Keine Ahnung. Fühlt sich machbar an. Ich lasse mich auch dumm treffen, Digga, weil ich da schon wieder geschlafen habe. Ich vergesse jedes Mal, dass er da den Ding macht. Yeah, die Schaden war so gut gerade. Ja, und dann verkackt. Als nächstes muss ich mal eine Pepsi da trinken, als Boost. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Oh. Dieses neue Dragon Ball, was da kommt, das Sparking Zero, ne? Ja. Meine Kollegen davon, wo das ein Naruto-Turnier gemacht haben, haben überlegt, ob die das vielleicht anfangen wollen. Als nächstes Turnier spielt quasi, weil Naruto schon wieder ausgelutscht. Wäre zu langweilig. Ich habe überlegt, vielleicht, wenn es gut ausschaut, vor allem mit Sascha, unser Dragon Ball Homie, dass das vielleicht das wäre. Aber ich muss mir noch Gameplay anschauen. Weil ich weiß gar nicht, wie sich das spielen lässt. Weil so Dragon Ball Kampfspiel wäre schon geil eigentlich, aber. Ja. Ich bin gedodged. Das haben wir doch bei dem Festival Stream auch angeschaut. Meinten wir nicht das sogar, dass das vom Gameplay genau gleich ist schon wie alle anderen Teile auch? Sascha hat es doch sogar selber gesagt, das sieht gleich aus wie alles andere auch. Ja, weil er nicht viel gesehen und das ist halt Dragon Ball, ne? Was willst du denn vom Kampfsystem ja anders machen? Keine Ahnung. Außer halt Steuerung, wie du angreifst. Du hast hier zwei Varianten. Du hast das, wo du ja wie Mortal Kombat mit Combos deine Attacken machst. Und du hast halt die Scheiße wie das Xenoverse, wo du quasi einfach nur die Button drückst, wenn du die genug Energie hast. Und ja. Können es auf jeden Fall überlegen. Neues Turnier.
Weil das Ding ist, ich finde sowas eigentlich geil, wenn man zusammen auf der Couch hockt und sowas zockt. Das ist zum Beispiel jetzt, wo ich ein bisschen neidisch bin, wenn wir bei meiner Tante sind. Weil mein Bruder und der Freund meiner Tante spielen halt immer auf dem Sofa Casual FIFA gegeneinander. Und ich habe halt sowas nicht, weil ich spiele halt ganz andere Sachen wie die beiden. Warum immer ein bisschen kacke, aber naja. Das fände ich schon geil, einfach, wenn die Naruto spielen würden zum Beispiel. Einfach random treffen, Digga. Alle spielen seit einem halben Jahr kein Naruto, Digga, und dann just for fun ein bisschen zocken, Alter. Ja, ich. Digga, was ist gerade los, Alter? Aber ich muss mal kurz meine Musik ausmachen, Digga. Gratos lenkt mich voll ab. Weil ich habe einfach meine Playlist gerade keine Gratos hier mal laufen gehabt, Digga. Die Formkurve geht nach unten. Ja, ich muss mich wieder konzentrieren. Ich war gerade wie ein Trance, Digga. Ich habe gar nicht richtig aufgepasst gerade. Ich mache aber auch die gleichen Fehler immer wieder, ne? Ich springe immer so früh. Einen Angriff vergesse ich jedes Mal. Und er macht es zweimal. Der ist schon übel, Alter. Ja, ja. Er ist halt genau das, was ich vorhin mir schon gedacht habe. Wenn es schnelle Gegner sind, ne? Schnelle Gegner, das ist das, wo es kritisch halt bei mir. Je schneller der Gegner ist, umso weniger kann man aggressiv spielen. Weil die einen halt sofort totbumsen damit dagegen. Ja, vor allem gestern, ne, waren ja mit dem Hund spazieren und Alter, mich hat irgendwas, irgendwie eine Breme oder so ein Scheiß an der Hand gebissen, ne, gestochen. Dicker, ich habe doch so ein fett geschwollenen Biss an meiner Hand fallen, Alter. Der tut asozial weh. Ja, der tut asozial weh, Digga. Der ist genau an der Stelle, wo ich meine Hand auch noch auflege. Ich bin gerade viel zu gierig, ich weiß nicht warum. Ja, das meine ich. Wer genau den macht, der macht das so selten, Alter. Wenn du halt genau vorhin dann dabei bist, fickt er dich. Ich sehe gar nichts mehr. Seine hässliche Nase hingeblieben. Ich habe ganz ehrlich gedacht, eigentlich, dass mich das jetzt gehittet hätte, ne?
Tja. Das war eine weitere Folge Elden Ring. Nächste Folge geht's mit dem Sterben weiter. Haut rein. Tschö.